Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play FIFA 13. Wir spielen heute Werder Bremen gegen Hannover 96. Werder Bremen bin natürlich ich und Hannover ist der Nils. Ja, hallo, moin moin. So, dann werden wir am Anfang. Weiter bitte, Nils, genau. Ja. Und hoffen wir auf ein gutes Spiel für Bremen. Kämpfe, Ziele. Ah, jetzt mal Körper bitte ein. Ach, sorry, startet, Mensch. So, Junuzovic schickt Fritz, aber ein ganz schlechter Pass. Der wieder auf Junuzovic. Der dreht sich. Ah. Panda, weiß nicht, wohin spielt soll. Spielt nach vorne. Das Silva Pinto. Mit einem ganz schlechten Pass. Au. Irgendwie kommt der Ball doch aufs Tor. Jetzt über links, über außen. Elia zieht und er zieht. Er zieht. Mit einer schönen Flanke Petersen und... Ah. Boah. Da kommt das fiese Foul. Und da gibt es die gelbe Karte für Junuzovic. Junuzovic, der hat es ja gemacht bei Bremen. Ja, ist auch ein guter. Gutes Talent. Macht schon mal in den Anfangsminuten hier Aufmerksamkeit. Oh. Da will er tricksen, kommt aber nicht durch. Oh nein! Warum gehe ich da eigentlich ran, ey? Jawohl, da kommt der das Zuckerpässchen. Und da ist ein Tor! Junuzovic! Und das hat er sich verdient. Weil er jetzt das ganze Spiel schon aufmerksam auf sich gemacht hat. Ein guter Start von Bremen, das muss man mal sagen. 1-0 gegen Hannover. Hannover kommt bis jetzt noch gar nicht so richtig aus den Potten. Hat zwar einen Kopfball gehabt, der ist aber nicht wirklich aufs Tor ging. Und da kommt die Grätsche. Ah, bleiben sie aber hängen und er holt ihn sich wieder. Das schickt er Elia. Ah, kommt aber nicht an. Aber Elia kämpft. Jawohl, der kriegt ihn gestoppt. Auf Kosten eines Einwurfs. Die Fans feiern. Und da kommt die Grätsche. Da kommt der Pass auf Arnautovic. Nein, auf Junuzovic von Arnautovic. Abseits, genau. Ah, wieso läuft der uns abseits? Weil der Pass zu spät kommt. Damals zu stark der Pass, aber ein ganz schlechter Pass von Hannover. Und Petersen, der bis jetzt noch nicht wirklich präsent war. Von dem könnte man noch mehr erwarten,
Oh, ein ganz schlechter Pass wieder von Petersen. Da war kein Mensch. Und Arnautovic und Schuss und ah. Oh. Ach. Ja, und Junusovic erholt ihn sich wieder. Da kommt der Pass in die Mitte. Auf Petersen. Au, oh, böses Foul. Was? Das gibt's ja gar nicht. Da war mal ein ganz klares Foul. Jetzt Junusovic holt sich. Nein, schade. Das hätte ein Foul geben müssen. Aber dafür ist der Gegenkonter von Hannover. Und er lässt sie klatschen. Ja, hat er sicher. Hat er sicher, der Militz. Der diese Saison eigentlich eine sichere Nummer 1 ist. Auch wenn Bremen eine Menge Tore kassiert hat. Aber da kann er nichts für. Und da kommt der gute Pass. Da kommt der Lupfer. Und. Ah! Schade. Ein interessantes Spiel bis jetzt. Also langsam auch Hannover mitmacht. Und Petersen bleibt wieder hängen. Macht bis jetzt kein gutes Spiel. Aber für ein ein guter Pass. Oh, ein schlechter Pass. Nein. Das nenne ich Einsatz. Oh, das ist ein Ausgleich. Wie lächerlich, ey. Wusste. Aber kommt ihn keiner gestoppt. Da wartet er, bis die Lücke da ist. Geht nur nach links und nach rechts und wieder nach links. Und wartet, bis die Lücke da ist. Das war ein Schuss meines Wissens von De Bruyne. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ein interessantes Spiel bis jetzt. Au. Ein Ballbesitz von 50 zu 50. Ich habe zwar keine Ahnung, wo da 6 Schüsse aufs Tor gekommen sein. Doch, doch, sein klar. Sollen. Ich habe eine Druckphase gehabt vor dem Ausgleich. Deswegen kam aber trotzdem kein Schuss. Auswechseln. Aber naja. Tor hat auch ganz gut gehalten von dir, muss ich sagen. Und wir warten und warten und es geht weiter. Gleich kommt der Anstoß zur zweiten Halbzeit. Und es kommt Charhead für Cherundolo. Sofian Charhead. Bei Bremen tut sich nichts. Oh, das ist ja langsam. Und da steht die Abwehr da. Schmitz bereinigt die Situation. Und da ist der Aufbau. Petersen wird geschickt. Aber er ist mal wieder zu langsam. Boah, sehr schnell. Aber er wird gestoppt von Sokrates, der eine gute Saison spielt.
Ach, schade. Ey! Ja, wird dann wieder um mir rum, der schon das zweite Foul, was nicht gepfiffen wird. Schiri, du machst kein gutes Spiel. Das Silver Pinto. Mit dem Pass auf Diouf, der den Ball verliert. Auch De Bruyne verliert den Ball gegen Charhead. Macht er denn da? Ey? Holt ihn aber wieder. Pass auf Petersen. Petersen schießt und Tor. Ach, mein Gott, ey. Wieso legt er sich den Ball so weit vor? Ich verstehe ich gar nicht. Und genau das ist ein Stürmer. Macht die ganze Zeit kein gutes Spiel, aber auf einmal ist er da. Wenn man ihn einmal braucht. Und ruhig. Fans feiern Bremen. Jetzt hauen sie erstmal den Ball raus auf Petersen. Der bekommt den Ball auch. Der mit dem Pass auf. Auf wen wohl? Auf Junuzovic. Der macht Kilometer. Und da tanzt er hinaus. Oh, da kommt aber ganz schlechter Pass. Der muss besser kommen. Aber Sokratis steht da und kann den Pass von Hannover abfangen, sodass kein Gegenkonter kommt. Und schon wieder ist der Ball weg. Jetzt müssen sie aufpassen und da ist die Juve durch. Ach Gott. Jawohl. Da ist die Abwehr da. Kann den Winkel schlecht machen. Och. Ein Zuckerpässchen da, ganz hinten steht er. Und oh, und nochmal. Ach, schade, Mann. War gut. Mit einem Zuckerpässchen vom Torwart. Oh, Mann. Zuckerpass sieht anders aus. Also ich fand es ein Zuckerpässchen. Oh, was für ein Fehler. Und da kommt die Grätsche. Und dann so ein leichtsinniger Ballverlust. Mein Gott. Da kommt der Schuss. Clemens Fritz. Will es auch mal versuchen. Kann man ja mal machen bei der Führung. Jawohl. Da klärt er. Gibril Selassie. Oh, Mutter, jetzt nicht. Ich hab gerade keine Zeit. Genau, Mutter. Geht nicht. Und da kann der per Kopf mal geklärt Mutter, werden. Mutter, ich hab gerade keine Zeit. Mach grad ein Let's Play. Oh, Mann. Mein Gott, ey, ist doch klar. 81. Minute wird Bremen es halten können. Zurzeit schwimmen sie so ein bisschen. Oh, da kommt die Grätsche. Jawohl, super. Die Abwehr steht. Und da kommt der Pass. Ach, der muss weiter in die Mitte kommen. Wird es Hannover doch vielleicht doch noch schaffen? Aber Bremen hält den Ball in der gegnerischen Hälfte. Das hält den Druck in der Abwehr schwach. Aber auch Hannover kommt nochmal. Oh, da kommen sie durch. Da kommen sie zu gut durch. Jetzt raus damit. Ey, der Treppe trägt mich doch voll. Ah, gut, Ecke. Mann, ey. Das wird wahrscheinlich der letzte Eckball sein, obwohl
raus damit. Erstmal muss ich jetzt Zeit rausholen. Jawohl, da kommt der. Pass auf Petersen. Da kommt die Grätsche gegen Juve. Ah, Bremen ist natürlich auch hoch motiviert hier gerade. Merkt man voll. Da merke ich wieder, dass Hannover nicht gerade mein Lieblingsteam ist. Ach, und da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Meine Bremer gewinnen. Jo! Petersen und Junusovic. Interessant. Boah, ich muss unbedingt was gegen das Lecken machen. Das nervt, ey. Nervt einfach. Der Kommentator sagt es auch. Schauen wir uns nochmal die Spielstatistik an. Naja. Hannover soll mehr Schüsse haben, aber Bremen gewinnt, weil sie mehr Tore geschossen haben. Haben eine bessere Schussgenauigkeit. Die Passgenauigkeit ist auch besser. Zweikämpfe, ganz klar. Hat auch Fouls gemacht, hat auch gelbe Karte bekommen. Also verdient gewonnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Oh, ciao.